Hallo, herzlich willkommen, liebe Kartenenthusiastinnen und Enthusiasten. Ich freue mich wieder, heute euch ein Legesystem vorzustellen. Wir haben ja heute den 14. Februar, Tag des Valentins, Tag der Herzen, Tag der Beziehungen und ich freue mich, euch heute ein ganz spezielles Legesystem vorzustellen, wieder aus dem berühmten Zyklus des Hayao Bansaf, nämlich das Geheimnis der Hohenpriesterin. Hier haben wir ganz tolle Legesysteme und heute möchte ich euch etwas vorstellen, wo es um Beziehungen geht. Prozess, das Legesystem heißt das Partnerspiel. Und das Partnerspiel ist simpel einfach, ganz toll. Und ich möchte euch gleich mal zeigen, was ihr dafür braucht, nämlich nicht mehr als wie 6 Karten. Dieses Beziehungs-Partnerschaftsspiel, das zeigt ganz toll, wie sieht es denn mit uns und unserem Gegenüber aus. Legesystem ist sehr einfach, sehr toll, macht was her und ist auch wahnsinnig leicht. Also wenn ihr eine Stufe wollt von 1 bis 10, dann haben wir hier 1 plus, wenn überhaupt. Und mit diesem Legesystem habe ich auch die Möglichkeit, nicht nur meine Beziehungen in der Partnerschaft anzugucken, ne, ich kann das auch in der Familie, ich kann das auch am Arbeitsort, ich kann das auch bei vielen anderen Dingen umsetzen und anwenden. Und was auch noch toll dazu kommt, wenn ihr heute am Anfang eurer Kartenleger-Session seid, wenn ihr erst begonnen habt mit Kartenlegen und ihr euch nicht so raus seht, dass ihr sagt, ja, ich lege jetzt wirklich alle 78 Bilder auf den Tisch, kein Problem, nehmt euer großen Arcana, zählt die 22 großen Trümpfe raus, geht her, mischt die gut durch und dann könnt ihr das auch nutzen. Es ist nicht verkehrt, es ist nicht verboten, alles ist gut. Nutzt eure Chance, denn dieses Legesystem, das ist ganz toll. So, genug geredet, wir hauen gleich mal raus. Wir schauen mal, wie könnte sich denn das entwickeln. Ich habe mir nicht nur für ein Legesystem heute was ausgedacht für den Valentin. Nein, ich habe mir auch die Karten genommen. Ihr kennt die vielleicht. Dieses tolle Kartenspiel, das es seit gut ja, 2 Jahren gibt. Und diese Modern Witch sollen uns heute durch dieses Legesystem begleiten. Ja, und dann gibt es nur eins. Karten raus. Das sind übrigens die Karten, die so die tollen zweiten Karten von den 10 der Schwerter haben, ne? Mit dem Handy in der Hand. Ja, ich habe die Karte rausgenommen, denn ich finde, das ist schön, aber ich möchte mich doch auf die 78 Bilder konzentrieren. Und für mich ist so die Frage, ja, wie geht es denn für mich so mit meiner Beziehung hin zum Job weiter? Und damit ihr auch mal seht, wie geht's denn da so weiter? Von euch aus gesehen, hierüber habe ich es. Wenn ihr seht, hier habt ihr auf der einen Seite euch selber, auf der anderen Seite, so rum geht's. Hier oben, nein, nur nicht drüber. Hier oben habt ihr euch, auf der anderen Seite den Partner. Na, also von euch, wenn ihr jetzt vor dem Legesystem seht, links seid ihr, rechts der Partner. Und es geht los, ihr seht, ich mische schon. Und wenn ich das Gefühl habe, wunderbar und toll, dann beende ich meinen Vorgang und ziehe für mich aus diesem Stapel raus meine 6 Karten. Ich nehme nicht die große Arcana, ich hau mir alle 6 Bilder ganz toll. Ja, ich habe mir meine 6 Bilder genommen. So, damit ihr auch mal seht, Bild Nummer 1. Ne? Hier bin ich, hier fühle ich mich auch wohl. Jetzt nehme ich hier nochmal was Kleines runter und die Position 1 ist, so sehe ich mich in dieser beruflichen Partnerschaft. Ich habe Ideen, ich habe Überlegungen, ich möchte mir
die Freiheit nehmen, immer wieder neue Ideen auszuprobieren. Ja? Und das ist ja auch schon etwas, was wunderbar und toll und wichtig ist. Aber wie sieht denn die Beziehung mich? Ja, das wäre dann die zweite Position. Das legen wir schön gerade hin. Ja, sechs der Stäbe. Ja? Also sie sieht diese Beziehung, sagt, ja, ist doch toll, was du mit deinen tollen Schwertern hier so machst. Erlaub dir mehr zu tun, erlaub dir deine ganzen Ideen rauszubringen, hinzugehen und über deinen emotionalen Tempel, über dein emotionales Haus, über deine emotionalen Strömungen zu fahren. Lass das ruhig zu, erlaub dir das. Da kann nicht viel falsch gehen. Geh ruhig drauf ein. Hau raus, geh weiter. Position 1a und 1b. Position 2 ist, so sehe ich mich. Und Position 2b ist, so sieht mich die Arbeit. Ja, so sehe ich mich. Ich bin immer ein bisschen kritisch mit mir. Ich überlege immer sehr extrem für mich. Ich möchte dann auch immer für mich das so gut wie möglich durchdenken. Wenn ich da meine sechs Schwerter, die ich da für die Bezie Arbeit habe, ja, ich möchte da nicht zu unangenehm Dinge reinrasten. Also für mich ist das Durchdenken immer sehr wichtig und dann kann es eben passieren, dass ich mich da zu sehr ins Intellektuelle reingehe und da muss ich eben immer ein bisschen gucken. Aber wie sieht denn das Gegenüber, also die Beziehung mich? Ja, und hier haben wir den König der Stäbe. Wieder die Feuerkarte. Und hier geht es ganz klar darum, mach weiter. Ja, du hast so viele tolle Ideen, du hast es so drauf, mach einfach. Und ja, wenn man dann das Kopfkino, das alles durchdenken will und der dann immer Dinge wie nach einem schlimmen Traum aufwacht und Dinge so nicht wahrhaben will oder nicht hingucken will, weil er einfach noch in sich selber denken will. Also ich könnte mich gut in dieser Position der Sitzenden unter den neuen Schwertern vorstellen. Ja, dann schaut das schon mal aus, dass man da Dinge bekommt, die man so eigentlich sich gar nicht groß wünscht. Aber jetzt geht es ins Angemachte. So wäre ich in der Beziehung gesehen, ja? Also so nehme ich die Beziehung wahr. Ja? Also für mich ist meine Arbeit wahnsinnig wichtig. Für mich, ich hau da sehr viel Kraft rein. Ich kriege da auch sehr viel Kraft wieder aus dieser Arbeitsbeziehung. Und ich kann mir nichts Besseres vorstellen, als weiterhin Karten zu legen, weiterhin mir zu überlegen, was war denn früher, was ist denn jetzt, was wollen wir denn in die Zukunft machen. Für mich gibt es immer wieder den Hinweis, dass man liebevoll, ja, diese Frau in Weiß, mit der Lemniskarte umgehen kann, aber auch gleichzeitig den Löwen in sich hat, um auch wieder zu zeigen, so viel Kraft steckt in mir drinnen, da hau ich raus, da erlaube ich mir noch eins impulsiver ranzugehen. Ja, und wie sieht denn die Beziehung mich? Königin der Stäbe, ne? Wir haben ganz toll nur Feuerkarten, die mich sehen und das freut mich ganz besonders, denn das zeigt schon mal meine ganze Freude, meine ganze Kraft, die ich da in meine Arbeit reinstecke, das ist natürlich genial und toll. Ja, da merkt ihr gleich, geht das Herz auf. Da ja, gibt es fast nichts Tolleres, was man sich wünschen könnte. Jo, und kann man ja sagen, Freude herrscht. Ja, Freude herrscht. Schauen wir uns mal die Quintessenz an. Ja, wir haben bei der Partnerschaftslinie, beim Gegenüber, habe ich nur Hofkarten. Das heißt, ich habe
0 auf der einen Seite und auf der anderen, ich habe nur 6, Entschuldigung, nur 6 auf der anderen Seite und auf meiner Seite habe ich dann die 12, die 21, die 29. 29 ist ganz klar über 22, das heißt 2 und 9 macht 11. Wir haben mal es wieder mit der Gerechtigkeit zu tun. Ja, ich suche die schnell mal raus, dann haben wir die nämlich auch dazu gelegt, die Gerechtigkeit, die ja eine der Karten ist, die uns darauf hinweist, wie viele Möglichkeiten wir haben. Ihr wisst ja, ne? Meistens ist sie dann ganz am Schluss, wenn man etwas sucht. Nein, ist nicht ganz am Schluss. Hier ist. Ja, was will mir die Gerechtigkeit auf dieser Position sagen? Geh fair um, geh gerecht mit deinem Wissen um, geh fair mit deiner Arbeit um, aber sei auch ausgleichend und so weit, und so weit bereit, dass du auch mit deinen Kräften so haushaltest, damit diese Säulen, die hier weiß dargestellt sind, im Einklang bleibst. Und mit der Waage habe ich so den ist Aspekt, dass man vielleicht sich überlegt, dass man nicht zu viel gibt und zu wenig dafür erhält und oder zu viel erhält und zu wenig tut. Ja, meine Lieben, das war mein kleines Legesystem für den heutigen Valentin. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es so war, gebt mir Feedback, schreibt uns eine E-Mail, schreibt uns Feedback, gebt uns einen Hinweis. Wir freuen uns immer. Entweder auf www.dimantica.de, dort findet ihr uns unter unter der Rubrik, dass ihr uns Feedback geben könnt, oder unter agora@dimantica.de, da kommen die E-Mails direkt rein. In dem Fall, ich wünsche euch noch einen ganz tollen Valentinsabend. Genießt ihn im Kreise der Personen, die euch sehr nah sind, die ihr mögt, die ihr liebt. Genießt es, auch wenn wir in seltsamen Zeiten leben, denn ihr wisst ja, never give up, denn nur was uns nicht umbringt, macht uns stärker. In dem Sinn, danke fürs Zusehen und euch noch einen tollen Abend. Tschüss!